Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Spyro 3 Year of the Dragon aus der Reignited Trilogy. Huiuiui. Ich hab's hingekriegt, es auszusprechen. Wir haben heute den 30.12. und Gesundheit. den 30.12. um 10 nach 11. Also wieder sehr frisch dieses Video heute, was ihr zu sehen bekommt. Jetzt muss ich mal überlegen, was wir noch machen müssen. Ich glaube, hier die Wolkentürme haben wir noch gar nicht gemacht. Ich glaube, wir haben bisher nur Schilas Alm und Villa Sonne gemacht. Ich weiß nicht, Villa Sonne hört sich irgendwie so nach einem Seniorenwohnheim an irgendwie. Die Wolkentürme. Da gab es ja so schöne, viele tolle Sachen zu erledigen. Wo mir damals auch ein Edelstein irgendwie gefehlt hatte. Okay, das sieht anders aus. War hier sonst nicht Schnee? Aber diese Steindinger finde ich sehr cool und dann mit dem runden Ding da oben drauf. Das ist cool, aber es sieht total anders aus. Erstmal den hier platt. Sammle hier erstmal alles ein und dann quatschen wir mit der Dame da. Also das kommt mir hier richtig fremd vor, ne? Ich weiß auch nicht warum. Die Rhinoxe haben den Wolkengenerator abgeschaltet. Vielleicht sehe ich nie wieder einen Regenbogen. Okay. Sind das noch Blasebalken? Blasebalge? Blase. Nee. Schade. Das waren mal Blasebalge. Belge, Balks. Wie heißt denn davon? Wie ist denn davon der Plural? Blasebalkonetten. Keine Ahnung. Wenn meine Flügel so stark wären wie deine, könnte ich leicht hier rüber gleiten. Vor allem, Madame schwebt die ganze Zeit. Und als ob das so nicht darüber fliegen könnte. Na gut. Oh, die sehen aus wie ja, nicht Wikinger, halt so. Ja, doch schon ein bisschen wie Wikinger, ne? Schön ist, wir können das direkt jetzt schon anzeigen lassen. Wo die fehlenden Edelsteine sind. Habe ich, glaube ich, schon beim letzten Mal gesagt. Es wundert mich dann, was Sparks dann noch für eine Fähigkeit bekommt. Weil die hätte es ja eigentlich, glaube ich, als letztes gegeben, die Fähigkeit, dass wir mit Sparks uns anzeigen lassen können. Die Metallrüstungen, die diese Gegner tragen, schützen sie vor deinen Drachenflammen. Wenn du Stürmen gedrückt hältst, kannst du sie mit deinem Sturmangriff besiegen. Sparks uns hätte zeigen können, wo die Edelsteine da sind. Aber das können wir ja jetzt schon. Hm. Es sieht hier so anders aus, ne? Ich weiß auch nicht warum. Die Musik ist gut. Musik gefällt mir. Da ist ein Ei. Das holen wir uns jetzt direkt. Stephanie. Oh, das ist ja süß mit den Schleifen an den Hörnern. Ich glaube, das hatte sie vorher auch nicht. Ich finde es schade. Hm? Schade, dass das keine Balks mehr sind. Das hätte halt hier zu der Wolkenpalast oder wie das hier heißt, hätte das voll gepasst so.
Naja. Na, wenn das nicht mein Lieblingsdrache ist. Ich soll für die Zauberin diese Plattformen bewachen. Aber ich könnte wegsehen, wenn ich anderweitig beschäftigt wäre. Mhm. Mit Edelsteine zählen. Mhm. 200. Ja, gut, wir haben ja genug, ne? Oh ja, kostbare, kostbare Edelsteine. Nun denn, Spyro, du kannst die Plattformen jederzeit benutzen. Viel Glück bei deiner kleinen Eierjagd. Dankeschön. Wow. Boah, das geht ja ganz schön ruppig hier hoch, ne? Denk dran, dass du am längsten gleitest, wenn du ganz oben im Sprung Sprung drückst und Aktion am Ende drückst, um zu schweben. Ja. Okay, da unten haben wir alles. Das wäre jetzt natürlich lustig, wenn uns wieder genau der eine Edelstein fehlen würde. Aber da bin ich mir noch der Meinung, dass der irgendwie glitschig war. Und der eigentlich da war, nur nicht angezeigt wurde oder irgendwie sowas. Weil der war ja, glaube ich, recht offensichtlich, als ich da mit Sparks nachgesucht hatte. Jetzt sind wir schon am Ende. Ich glaube, dann machen wir... Ich glaube, wir machen das mit der Sonne als erstes. Oh, du hast die Plattformen aktiviert? Vielleicht kriege ich den Wolkengenerator wieder zum Laufen. Sehr unspektakulär, wie das da rausgefloppt ist. Die Rhinoxe müssen mit diesem Ding den Wolkengenerator verstopft haben. Henry! Ich fand das auch vorher viel cooler als der Wolkengenerator. Der sah, glaube ich, so aus wie die Haare von den Viechern, mit denen wir gerade gequatscht haben. Aber wir machen jetzt hier erstmal das mit der Sonne. Okay. Ich will erstmal Edelsteine einsammeln. Ich störe nämlich gleich nur noch. Mal sehen, wie das Minispiel gleich ist, ob das schwieriger ist oder leichter oder sogar gleich. Na. Ganz wichtig. Die habe ich, glaube ich, des Öfteren vergessen. Oder ich habe immer erzählt, dass ich die des Öfteren vergessen habe, habe sie dann aber doch eingesammelt. Ist hier irgendwie so eng. Und auf jeden Fall auch dunkel. Und vielleicht wird das ja gleich noch hell. Wenn wir die Sonnen da hinschubsen. Hier ist nichts. Okay, dann war das hier wohl alles. Dann können wir mal das Minispiel machen. Unsere Sonne ist erloschen. Mit unserem Lava-Fusionskessel und drei Sonnensamen könnten wir eine neue machen. Aber sie brennen aus, bevor sie im Topf sind. Tritt auf den Schalter für einen frischen Sonnensamen und erhitze ihn mit Flammen, bis er im Topf ist. Jo, machen wir. Okay, das war einfach. Nächster.
Plum, 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 plum. Okay. Oh, süß, wie er so sein Däumchen hochhält. Die bleiben doch relativ lange frisch, nenne ich das mal. Also heiß. Oh, der jetzt nicht. Ich fand es trotzdem einfacher. Kann auch sein, dass ich mich wieder täusche. Das nenne ich eine Sonne. Nimm diesen letzten Sonnensamen als Souvenir. Ich denke, es könnte ein Blindgänger sein. Lulu. Gut, dann hätten wir hier den Bereich fertig. Dann machen wir mal den anderen. Den mit dem Fliegen und den Glocken. Oh, das geht aber gut weit nach oben. Moment. Ne, hier ist nichts. Könnte ja sein, dass da noch was drumherum lag. Dann machen wir erstmal das Übliche. Erstmal wieder die Edelsteine. Ich glaube, hier hat er so sogar irgendwo gelegen. Erstmal außen alles. Okay, hätten wir alles. Ja, ja. Komm dir gleich noch dahin. Pass mal auf, du. Lag ja nicht so viel hier rum. Na gut, dann jagen wir mal den Eierdieb. Okay, der war einfach. Brian. Ich wollte gerade sagen, der war neu, aber nee, den gab's auch. So, dann erzähl mal. Normalerweise wecken wir unsere Regenwolke beim Morgengrauen. Aber diese schelmischen Geister verhindern, dass unsere Glocken läuten. Benutze das Superflug-Power-Up, um die Geister in den Glockentürmen zu grillen. Okay. Die sehen ganz schön gruselig aus, die Geister. Och, das süße Wölkchen. Oh, süß. Willst du das haben? Es ist aus dem Glockenturm gefallen. Ja, gerne. Jake. Die Glocken hier hören sich nicht so dolle an. Die waren, glaube ich, im Original etwas fröhlicher. Naja, gut, dann können wir ja wieder zurück. Und können dann... Ich glaube, ich gehe zum Anfang zurück und lasse mich dann immer weiter treiben. Ach, guck mal hier. Hier haben wir einen Einer. Und ich werde jetzt mal hier... Na, da war jetzt gleich der Weg nach rechts. Und da können wir dann das erste Mal drüber gehen. Die restlichen Edelsteine holen. Dann leben. So. Das wär's hier oben. Ich bin mal gespannt, ob wir alle Edelsteine kriegen. Echt. Oh, die Feuerspucker sehen auch süß aus. Die gefallen mir. War da noch? Ne, war kein Edelstein. Okay, dann müssten das die restlichen Edelsteine sein.
Sieht gut aus und natürlich das letzte Ei. Ja, wir haben alle Edelsteine und das letzte Ei, Claire. Von wegen keinen Regenbogen mehr sehen. Auch ganz lustig eigentlich. Gut, dann, ach genau, ich wollte mal hier gucken. Fähigkeitspunkte. Schmelzkrater, Schmelzkrater, Muskelstrand, Eisspritze, genau. Gut, dann gibt es hier weiter keine mehr. Dann können wir wieder nach Hause gehen. Gerade etwas von meinem Schokodrink getrunken. Genau. So, dann wäre dies hier auch fertig. Ich weiß, dass wir im Schmelzkrater brauchen wir Sergeant Bird. Weil da können wir jetzt eigentlich trotzdem rein. Endlich funktioniert mein Portal wieder! Besuch mich in der Tiki-Hütte! Schmelzkrater. Genau. Machen wir das. Waren zwei Sachen, ne? Jetzt lass mich mal überlegen. Das eine war auf jeden Fall, die Tiki-Köpfe alle in einem Kreis aufzustellen mit Sergeant Bird. Was war denn das andere? War das einfach nur so eine Wand, wo wir bei dem Supersprint da rein mussten? Ich glaube schon, ne? Nochmal gucken. Ja, stimme die Wand mit einer Superladung, okay. Gut, dann können wir einen Fähigkeitspunkt hier schon mal holen. Oh. Und das sieht hier auch nicht so vertrocknet aus wie im Original. Rinoxe stiften hier Chaos, aber ich kann niemanden lange genug aus der Tiki-Hütte holen, um etwas dagegen zu unternehmen. Der ist mir sympathisch irgendwie, ich weiß auch nicht warum. Gut, da haben wir den Indiana Jones-Verschnitt. Er hat extra noch sein Hütchen runtergezogen. Da kommt auch noch wunderbar. Gut, da. Oh, ein. Interessant. Hier die komischen Blümchen wieder. Die mir seit dem einen Level aus Spyro 1 ein bisschen komisch vorkommen. Oh, das war gut. Das war eine gute Kombo. So ist mit dir. Auch. Und da haben wir schon unser erstes Ei. Und ein Fünfer. Sehr schön. Ricky. Von den Tikis. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Was hast du zu erzählen? Achte darauf, dass Sparks gesund bleibt. Wenn seine Gesundheit niedrig ist, grille eine kleine Kreatur wie die Schnecke unter mir, um einen Schmetterling zu befreien. Oh, wie süß. Die Augen haben irgendwie ein Eigenleben von dem Vieh. Das eine Auge schlägt nach dem anderen und das andere ist dann so voll böse auf das andere. Das ist ja süß. So, dann sind wir gleich schon in dem Abteil, wo es zum Ende geht. Also ich finde, die Level sind noch sehr kurz hier. Waren sie im Original auch schon, aber... kommt einem halt extrem kurz vor irgendwie, ne? Bleib du mal da stehen. Ich mache erstmal außenrum alles und dann gehen wir zum Inneren.
So, erzähl mal. Hier, nimm das Ei. Wir haben sie letzte Nacht in der Tiki-Hütte verschenkt. Curly. Gesundheit. Hat mich voll gerotzt. Gut. Dann gehen wir noch hier rüber. Da könnt ihr jetzt auch sehen, wie das ist, mit den Charakteren, die wir noch nicht freigeschaltet haben. Hinweis: Wachtmeister Bird ist derzeit auf einer wichtigen Mission. Ins Innere eines Käfigs. Pech gehabt, die Zauberin. Jo. Dann haben wir hier drüben noch das Level mit dem Supersprint. Spyro, zwei Eierdiebe sind durch diese Tür gelaufen. Naja. Eigentlich haben sie mich dafür bezahlt, ihr Versteck zu bewachen, aber das ist irrelevant. Ich lasse dich gerne durchs Tor, um sie zu jagen. Für einen kleinen Finderlohn. Hm? 300 Hörhammer. Danke, Spyro, und viel Glück beim Fangen dieser gemeinen Eierdiebe. Dankeschön. Ich würde sagen, wir machen das jetzt auch direkt, weil wir gerade schon hier oben sind. So, dann erzähl mal. Bist du der Drache, der nach den Eiern sucht? Mhm. Ich habe nämlich eine verdächtige Person da drüben mit einem gesehen. Ist auch schön, dass sie unterschiedliche Haare haben, falls man das als Haare betiteln kann oder Holz oder was das da oben ist. Eben der hatte rote und der hat jetzt hier gelbe gehabt. Erstmal Edelsteine einsammeln, wie immer. Hier werde ich bestimmt welche verpassen. Da haben wir schon den Fähigkeitspunkt erhalten. Hat man auch voll nicht gesehen, dass man da irgendwas mit der Wand machen konnte. Ich glaube, das war im Original auch ein bisschen dezenter. Aber halt auch schon. Man konnte auf jeden Fall sehen, dass man damit was machen konnte. So, dann können wir gleich unseren Eierdieb verfolgen. Unseren ersten. Ah, hier oben sind auch noch Truhen und Edelsteine. Ah, da habe ich eine Vase verpasst. Na, vielleicht kriege ich die ja noch. Ja, und wir haben auch schon wieder gut aufgeholt. Ich denke mal, auf dieser Runde kriegen wir den guten Mann. Ja. Moira. Noch einer. Der war echt schnell. Wenn ich die Superladung aktiviere, kannst du ihn vielleicht fangen. Es wäre schön gewesen, wenn die Superladung direkt beim ersten schon angemacht hätte. Okay. Gucken. Weit willkommen. Ach, okay, man muss den umrennen, man kann nicht Feuer machen, das ist ja blöd. Und Spyro hat auch irgendwie so drei Phasen auf dem Supersprint. Okay, das war einfach. Kermit, ist er grün? Nee. Ja, dann, oh, guck mal. Hier liegen ja noch ein paar Edelsteinchen. Mal das Ding hier auch noch kaputt. Es sind hier irgendwie mehrere Phasen vom Supersprint. Beim Original war das so, dass man direkt volle Geschwindigkeit hatte und hier baut sich das, glaube ich, irgendwie so ein bisschen auf. Es war schon auch im zweiten Teil so. Okay, jetzt können wir hier unten weitermachen.
Lustigen Bass irgendwie, die Musik. Mir jetzt erst aufgefallen. So. 34. Ne, wir haben ja auch noch das andere Level. Jetzt haben wir 31. Weiß nicht, ob das ein bisschen viel für eine Kiste ist. Obwohl. Ich meine, in dem anderen Level wären noch Sachen drin gewesen. Na, wir gucken erstmal hier rein, wie viel wir hier haben. Ein aufgeschlossener Zug. Mhm. Aber wir können ja mal gucken. Okay, Sparks zeigt uns auf jeden Fall, wo hier noch was sein mag. Da liegt was. Ja. Ja, und das sieht jetzt wieder sehr nach Ende aus, also sehr nach... Sehr nach dem Bird Level. Ja. Okay, da können wir aber noch nicht rein. Ja, okay. Das machen wir dann, wenn wir das Hart und Bird haben. Aber wir können uns jetzt erst schon mal hier verpissen. Und können jetzt das vorletzte Level machen. Beziehungsweise das letzte richtige Level, und dann haben wir noch ein Fluglevel, den Bauernring oder wie der heißt. Ja. Gut, ich fülle mal gerade meinen Sparks auf. Ist der Stein denn da? Nichts drin, okay. Ich dachte, da wäre noch irgendwie ein Ei oder so. Gefällt dir der aktive Kampf? Ja, der ist okay. Hast du mich doch schon mal gefragt, was ist los mit dir? So. Mr. See, Robbe. Juhu! Mein Portal funktioniert! Wir sehen uns am Strand! Ähnlich nervig wie im Original. Aber das ist ein sehr schönes Portal, das gefällt mir. So. Hier haben wir einen Könnerpunkt. Hier gibt es nämlich eine. Ein Unterwasserhühnchen, was sehr schnell ist, was wir töten müssen. Okay. Die Musik ist auch sehr nah am Original. Meine Freunde das U-Boot der Rhinoxe für eine Spritztour geborgt. Und dann sind sie mit einem riesigen Haufen Steine kollidiert. Das fanden die Rhinoxe natürlich überhaupt nicht lustig und haben meine Freundin in die Gefängniszelle hinter dir gesteckt. Ja, die holen wir da wieder raus. Keine Angst. So. Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Okay. Noch jemand aufs Maul? Okay, dieses... Das hat sich total anders angehört. Aber hier, das Unterwassergezumpel sieht sehr cool aus. Das war ja im Original ein bisschen leblos. Ist es zwar jetzt immer noch, aber sieht schöner aus. So. Ich düse mal nach oben und verschaffe mir mal einen Überblick, ob hier vielleicht noch irgendwas ist. Nö, aber das sieht ganz gut aus hier. Die schießen schneller. Auf jeden Fall. Beziehungsweise haben
für einen größeren Radius, bei dem sie uns anvisieren. Gut, dann geht's jetzt mal ab an die Oberfläche. Mal gucken, was uns hier erwartet. Hier gibt's ja auch noch ein Level mit der Sheila. Wenn du eine kurze Zusammenfassung deines Fortschritts in einer Welt willst, drück Handbuch, um die Handbuchseite für die aktuelle Welt zu öffnen. Das haben wir schon des Öfteren gemacht, aber danke schön. So. Kann man das abfackeln? Nee, das sind aber sehr schöne Pflanzen. Ich muss mich auch mal um meine Pflanzen hier kümmern. Ich wollte eigentlich schon... Letzte Woche wollte ich die eigentlich schon gießen, weil die ein bisschen verschrumpelt schon aussehen. Ich vergesse das jedes Mal. Ich hoffe mal, ich denke dran, wenn ich hier mit der Aufnahme durch bin. Jason! SpongeBob lässt grüßen, heulen unter Wasser. Noch einer hier? Nee, das war der einzige, ne? Ja. Dann Edelsteinchen sammeln. Hier werde ich wahrscheinlich auch irgendwelche verpassen. Es ist zwar schön und gut mit dem Unterwassergezumpel, dass das so leicht bläulich ist und so, aber dadurch kann man halt die Edelsteine nicht so gut erkennen. Aber ich sage jetzt auch nicht, dass das was Schlechtes ist. Okay, da kann man nicht so einfach drüber springen, auf jeden Fall. Boah, das war sehr knapp. So, stirb. Schmeißt ihr? Ja. Aber nur da runter, das ist schön. Okay, das wär's hier. Kann einfach so durchgehen, das ist schön. Ich hab dich gesehen. So. Genau, das ist jetzt die Stelle, wo man da so ein bisschen gleiten muss. Und gleich kommen wir auch zur Stelle mit Sheila. Durch Schweben kannst du noch weiter gleiten. Drück einfach Aktion am Ende deines Gleitflugs. Ja, danke schön. Aber wir müssen erstmal da hinten hin. Oh. Okay. Das kriegen wir hin. Okay, haben wir geschafft. Sehr schön. War auch wieder schön knackig. Von der Entfernung her. Wunderbärchen. Auch die schönen Lämpchen hier, die gefallen mir. Da im Türrahmen. Dann gehen wir erstmal hier oben hin. Können wir mal gucken, ob wir den Typen von hier oben aus kaputt kriegen. Ja, schön. Wunderbar. Ich glaube, dann machen wir zuerst das Sheila-Level. Das ist nämlich auch nicht so schön. Also ich mag das nicht. Oh, hi, Spyro. Einige meiner Robbenfreunde wollen eine Rhinox-Festung stürmen. Ich wollte ihnen gerade helfen. Ich liebe den Klang von jammernden Rhinoxen am Morgen. Ich bin auch mal gespannt auf die Laura. Wie hieß sie denn da nochmal? Also dieser Lara Croft-Verschnitt. Ich bin mir nicht mehr zu 100% sicher, wie der hieß.